Hey Leute, was geht? Tyson hier und herzlich willkommen zur neuen Anatomie-Serie auf dem Channel. Wir gehen in den nächsten Wochen die Anatomie des Körpers durch, die wichtigsten Übungen, die wichtigsten Muskeln, ihre Funktionen und wie man sie massiv und prall aufbauen kann. Ihr wisst, ich bin der beste Kandidat für dicke Arme, also dranbleiben. So, wir checken zuerst die Rückenanatomie. Erster und wichtigster Muskel des Rückens ist der Erector Spinae. Ihr kennt die Pipelines neben der Wirbelsäule, auch bekannt als der Rückenstrecker. Ist kein einzelner Muskel, sondern besteht aus 16 verschiedenen Muskeln. Die werde ich jetzt hier nicht näher erläutern. Entspringt überall am Rücken, setzt überall an am Rücken. Meistens sind die Ursprünge unten, das heißt am Kreuzbein, im Lendenwirbelbereich, an den Dorn- und Querfortsätzen, ziehen sich über den gesamten Rücken, über die Rippen, auch über die Dorn- und Querfortsätze der Hals- und Brustwirbel, quasi das komplette Paket, der komplette Rücken. Hauptfunktion des Muskels ist die Aufrichtung der Wirbelsäule und des Halses. Das heißt, das, was wir vom Kreuz heben können, was wir kennen, was wir von der Hyperextension kennen, wirklich einfach nur die Aufrichtung. Ihr seht es auch bei Babys. Autochthone Rückenmuskulatur ist die von Anfang an ausgeprägteste. Babys können sich meistens so wie so ein Superman quasi vom Boden abheben, andersrum, also mit dem Bauch meistens nicht. Das heißt wirklich die stärkste Muskulatur und die wichtigste Muskulatur, weil sie die Wirbelsäule schützt und stabilisiert. Die Übungen habe ich gerade eben quasi schon genannt. Wichtigste oder für Powerlifter die wichtigste ist natürlich das Kreuzheben. Da ist der Erector Spinae natürlich extrem wichtig, weil er die Stabilität gewährleistet und wirklich die Aufrichtung des Körpers, der Wirbelsäule kontrolliert. Und natürlich für die Gesundheitspumper unter euch, sage ich mal, die Hyperextension, von mir aus auch mit Gewicht, ganz normal an so einer schrägen Maschine, an so einem schrägen Block. Entschuldigung. Der nächste wichtige Muskel ist der Latissimus dorsi, die Wings, ja, hier für Masse-Posing. Ihr wisst Bescheid, wir wollen breit aussehen, das heißt, wir brauchen den Latissimus dorsi, hier die Flügelchen, meine Freunde. Und nein, nicht durch Red Bull, sondern Ursprung vom Latissimus dorsi, werden jetzt viele sagen, ja, hier irgendwo und am Arm und zack. Wissen viele nicht, der Latissimus zieht sich über den kompletten Rücken, hat verschiedene Ursprünge, setzt am Kreuzbein an, ich meine auch am Darmbein an, setzt an der Lendenwirbelsäule an, also an den Dornfortsätzen der Lendenwirbelsäule und sogar an der Brustwirbelsäule, meine ich, und an den Rippen. Das heißt, wirklich komplett quer verteilt über den ganzen Körper ist der Ursprung, ja, Ursprung, nicht Ansatz, und der Ansatz ist an der Innenseite des Oberarmknochens. Ja? Das heißt, vom kompletten Rücken, von der mittleren Seite des Rückens, zieht er quasi bis zur Innenseite des Oberarms. Und deswegen ist die Hauptfunktion die Adduktion des Arms, das heißt vom Rücken ranziehen. Adduktion heißt an den Körper ranziehen. Ja? Und eine Nebenfunktion, die Innenrotation des Armes. Ja? Das heißt, der Latissimus ist auch für die Innenrotation des Armes verantwortlich, weil er eben hier an der Innenseite ansetzt und somit, wenn man ihn anspannt, den Arm nach innen rotiert. Ja? Deswegen, das sind die Funktionen, was sind die Übungen? Wichtigste Übung oder die meistverbreiteste und beste Übung sind natürlich Klimmzüge. Ja? Hier ausgestreckte Position und wir führen den Arm ran, Adduktion des Armes und natürlich Rudervarianten, Langhandelrudern, Kabelrudern, von mir aus auch einarmiges Rudern, um den Latissimus optimal aus dem Leben zu wecken. Ihr wisst Bescheid. Nächste wichtige Muskelgruppe im Rücken sind die Rhomboideen, Rhomboideus major und minor. Ursprung ist auch hier wieder die Wirbelsäule, also die Dornfortsätze der Wirbelsäule, meistens der Brustwirbelsäule. Also der major entspringt an der Brustwirbelsäule und der minor nimmt noch ein bisschen die Halswirbelsäule mit. Aber für euch wichtig ist, entspringt in der Mitte an den Dornfortsätzen der Wirbel und verläuft zur Scapula, das heißt zum Schulterblatt. Das heißt, die Hauptfunktion des Muskels, kann sich ja nur zusammenziehen, ist quasi das Heben der Scapula, kranial und medial. Das heißt, da der Minor an den Halswirbeln entspringt, können wir auch zu den Halswirbeln die Schulterblätter ziehen. Ja? Und da der Major an den Brustwirbeln entspringt, können wir die Schulterblätter auch nach hinten ziehen. Das heißt, der Muskel ist extrem wichtig, beim Bankdrücken, um die Brücke zu halten, ja, in Verbindung mit dem Nacken, zu dem kommen wir gleich noch. Und natürlich jetzt, wie man ihn trainieren kann,
beim Rudern natürlich, ja, wenn wir die Schulterblätter nach hinten ziehen. Natürlich auch bei Pull-Ups wäre er jetzt auch mit dabei, aber ich habe jetzt als Hauptübung Rudern gewählt und natürlich vorgebeugte Shrugs. Das heißt, wenn wir uns nach vorne beugen und hier auch die Schulterblätter einfach nach hinten ziehen bei den Shrugs. Der nächste wichtige Muskel im Rücken ist der Trapezius, das heißt der große Kapuzenmuskel. Und er entspringt quasi auch an den Halswirbeln, das heißt an den Dornfortsätzen. Der Halswirbel und der Brustwirbelsäule, das heißt, zieht sich vom Hals bis ungefähr, ja, bis ungefähr hierhin, ja, das heißt im unteren Bereich der Brustwirbelsäule und entspringt auch noch am Schädeldach, das heißt auch noch am Kopf. Das ist hier der obere Teil, der hier entlang zieht. Seine Funktion ist quasi die komplette Kontrolle der Scapula, weil der Ansatz ist am Schulterblatt der Scapula und er kann sie heben durch den Ansatz hier oben an den Halswirbelsäulen, er kann sie nach hinten ziehen durch den Ansatz an der Brustwirbelsäule und er kann sie nach unten ziehen durch den unteren Ansatz an den Brustwirbeln. Ja. Das heißt wirklich komplette Kontrolle der Scapula, vor allem auch bei Überkopfübungen, wenn man den Arm über Kopf hebt, hat der Trapezius eine Hauptrolle, die Schulter zu fixieren und zu kontrollieren. Das heißt, hier haben wir quasi jetzt die wichtigsten Muskeln. Die Übungen für den Trapezius wären Shrugs, ganz normal, um den oberen Teil des Trapez mit reinzubekommen. Rudern für den mittleren Teil. Und Facepulls auch nochmal für den unteren Teil. Schulterblätter richtig nach unten ziehen. Und so haben wir quasi die kompletten Rücken abgedeckt und können massivste Masse aufbauen. Wenn ihr noch Fragen habt zu anderen Muskelgruppen, da werden auf jeden Fall noch Videos kommen oder zu Übungen, die ich jetzt hier gezeigt habe oder zu Muskeln. Und Leute, wenn euch das zu undetailliert war, es geht hier wirklich nur um grobes Verständnis, es geht hier nicht um Anatomielehre, dann hätte ich hier allein für den Muskel eine komplette Tafel draufschreiben müssen. Darum geht es mir nicht. Das heißt, wenn jetzt einer schreibt, ey, du hast vergessen, dass der, will ich nicht wissen, interessiert mich nicht. Bis zum nächsten Video, Leute, macht's gut. Peace. Make the ground shake.